In diesem Video wollen wir uns mal ansehen, ob eine Fettabsaugung, ein Magenband oder ein Magenballon denn sinnvoll sind. Und wichtig, das soll hier kein ärztlicher Ratschlag sein, sondern es ist einfach meine Erfahrung, die ich gemacht habe mit vielen Kunden von uns, die wir hatten, die schon über dieses Thema nachgedacht haben, die Bekannte in ihrem Umkreis haben, die sich damit beschäftigt haben und eine eigene Recherche. So, Fettabsaugung ist das Problem, das machst du lediglich lokal. Das heißt, du saugst ja nicht am ganzen Körper irgendwie 30 Kilo weg, sondern es ist sowas Schönes. Wenn du am unteren Bauch irgendwie ein bisschen Fett hast, da kannst du ein bisschen was rausziehen. Aber das wird für die meisten nicht die Lösung des Problems sein. Das ist so ein Feintuning irgendwo, was man machen kann, aber für die meisten nicht relevant. Das heißt, du saugst dir da nicht den ganzen Bauch weg. Dann gibt es sowas wie einen Magenballon und ein Magenband. Was haben die zwei Sachen für Eigenschaften? In beiden Szenarien wird dem Magen einfach Platz genommen. Das heißt, aktuell ist dein Magen vielleicht auch so in der Größe und da futterst du halt rein, weil der sagt, boah, ich bin auch nicht voll, gib mir ein bisschen mehr. Und jetzt wird durch beide Szenarien wird dem Magen Platz genommen. Das heißt, im einen schnürt man ihn ein bisschen ab, dass einfach von der Größe vielleicht noch das übrig ist, wo du Essen reinstopfen kannst. Und beim anderen ist der Magen auf der gleichen Größe und es wird ein Ballon eingesetzt und dann ist halt nur noch rundherum Platz für Essen. Beides ist natürlich erstmal sehr angenehm, weil du hast einfach weniger Appetit, du kannst weniger essen und dadurch wirst du weniger Kalorien zu dir nehmen. Und wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, dann wirst du definitiv abnehmen. Denn so funktioniert Abnehmen. Es geht nicht darum, wie viel Kohlenhydrate isst du, wann am Tag isst du, wie regelmäßig isst du oder sonstiges. In erster Instanz geht es immer darum, so viel verbrennt mein Körper, so viel esse ich und je nachdem, wie das im Verhältnis ist, setze ich entweder Fett an oder Fett wird aus dem Körper rausgenommen. So. Das Problem an beiden Geschichten, wenn wir jetzt mal drauf eingehen, du änderst ja deine Gewohnheiten an sich nicht. Eher vielleicht isst du dann sogar noch schlechter, weil ja, du nimmst ja trotzdem ab, obwohl du vielleicht Käse isst. Das heißt, also Käse im Sinne von Quatsch. Jetzt, aktuell, wenn du einiges zu viel an Gewicht hast, dann wirst du dich ja nicht perfekt ernähren. Und wenn du jetzt so ein Ding einsetzen lässt, machen wir mal das Magenbandbeispiel. Das heißt, der ist der Magen, der wird abgeknipst, dann hast du noch so viel von deinem Magen über. Jetzt isst du wahrscheinlich den gleichen Quatsch weiter, den du bisher gegessen hast, nur hast du halt weniger von dem, was du essen kannst, weil du halt schneller satt bist. Erstmal ist das nicht toll, wenn du gerne isst, weil du halt viel weniger essen kannst. Und du änderst halt deine Ernährungsgewohnheit nicht. Das heißt, das Essen ist immer noch kacke. Und was da ein Problem ist, es gibt Mangelerscheinungen im Körper. Denn aktuell wird dein Essen ja nicht perfekt sein. Das heißt, du hast aktuell schon wenige Vitamine, Mineralien etc. pp. Gute Nährstoffe für deinen Körper. Und wenn du jetzt davon einfach statt so viel nur noch so viel vom Gleichen isst, ja, dann kommen noch weniger Nährstoffe in dem Körper an und es kann zu Problemen kommen. Da habe ich auch ein weiteres Beispiel von einem Kunden von uns, der Felix. Super spannend, der hat auch für sich, sein Arzt hat ihm gesagt, du musst dir ein Magenband einpflanzen lassen, weil natürlich wirst du das nicht mehr wegbekommen. Der war 1,80 Meter groß, wog 164 Kilo, wir können jetzt hier mal ein Vorher-Nachher-Bild von ihm einblenden, wiegt jetzt, ja, so circa 2 Jahre später, 80 Kilo. Die hält er aber auch schon, das heißt, er hat, glaube ich, in 1,5 Jahren 84 Kilo abgenommen und die hält er jetzt schon ein halbes bis zu einem Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz mit den Dingen sicher. Und der einzige Grund, wieso er kein Magenband hat machen lassen, ist, weil seine Mutter eins machen hat lassen und er gesehen hat, wie scheiße das ist. Erstmal kann sie kaum mehr was essen, das heißt, das nervt sie selber. Dann hat sich das Ding entzündet und dann musste man sie notoperieren, weil sich das Ding verschoben hat. Das heißt, die wäre da fast krepiert an dem Ganzen, weil ein Eingriff ist immer ein Eingriff. Und wenn du da so ein Ding in deinen Magen rumzwängen kannst, das hat halt gewisse Risikofaktoren auch. Das heißt, ich würde definitiv bis vielleicht, weiß nicht, falls du wirklich eine Krankheit hast, wo du sagst, hey, du kannst sonst nicht abnehmen, würde ich immer versuchen, das normal zu lösen. Und auch wenn du aktuell denkst, ja, aber ich habe schon so viel probiert und so viel probiert, glaub mal, der Felix hat auch so viel probiert. Der hat mir am Anfang gesagt, Simon, komm, das wird nichts, ich habe schon so viel probiert. Jetzt hat er 84 Kilo weniger. Einfach, weil er mal aufgehört hat mit diesen scheiß Diäten und irgendwas gemacht hat, was eine dauerhafte Umstellung ist, wo er satt wird, wo er lecker essen kann und Spaß an dem Ganzen haben kann, wo er trotzdem ab und zu mal was Schlechtes essen kann und abnimmt mit dem Ganzen. Und mit dem Magenballon ist so ziemlich das Gleiche. Das ist nicht ganz so gefährlich, jetzt meiner Recherche nach. Der ist einfach im Magen drin. Und dann ist halt weniger Platz rundherum, aber das ist nicht die Lösung von dem Ganzen. Wenn du für dich sagst, du willst dauerhaft deinen Bauch loswerden, du willst allgemein abnehmen, schlanker werden, meiner Meinung nach ist da der sinnvollste, der gesündeste Weg definitiv über normales Essen und nicht irgendeinen Einsatz von irgendwas. Das ist ja für viele auch so Worst Case, so wenn gar nichts mehr klappt, mache ich das.
Aber glaub mal, du hast noch nicht alles probiert. Denn abnehmen kann eigentlich so scheiße einfach sein, wenn man halt aufhört mit dem ganzen Quatsch von, ja, Kohlenhydrate machen mich dick, ich darf aber abends nichts essen, ich darf nur noch gesund essen, ich sollte nur noch Salat essen. So ein Schwachsinn. Es gehört dazu, dass du ab und zu mal was Süßes isst, dass du ab und zu mal ein Gläschen Wein trinkst und du kannst trotzdem super geil abnehmen, weil es so einfache Sachen sind, die du gar nicht auf dem Schirm hast. Wie wusstest du zum Beispiel, dass Kartoffeln 2,5 mal so viel essen kannst wie Reis oder Nudeln für die gleiche Kalorienmenge? Ja, oder dass der Unterschied von einer Tomatensoße zu einem Pesto auf den Nudeln gleich mal ein Unterschied ist von 30 Minuten, wo du Sport machen müsstest. Einfach weil du dich einmal richtig entschieden hast und es schmeckt ja nicht schlechter deswegen. Darum, wenn du für dich gerne mal eine kostenlose, eine individuelle Beratung hättest, wo wir dir zeigen, komplett unverbindlich, schau mal, du bist hier, du willst nach hier, das solltest du machen dafür, dann trag dich gerne mal über den Link unterhalb von dieser Episode ein und dann freue ich mich, dir da weiterzuhelfen. Hoffe, das Video war aufschlussreich und bis zum nächsten Mal.